Che Gurudev. Ich bin hier wieder oben auf dem Fender. So können wir die wunderbare Landschaft noch mal sehen, wie auch mal in anderen Videos. Ist noch ganz günstig die Zeit jetzt, weil noch keine Touristen da sind. Es ist jetzt 5 Minuten, 7 Minuten nach sieben. Günstige Zeit, um ein Video zu machen. Da unten können wir Lindau sehen. Ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Hier ist der bekannte Radarmast. Und jetzt schauen wir in die Sonne. Die heutige Überlegung war, einmal über Erfahrung zu sprechen in Hinsicht auf die Entwicklung unseres Bewusstseins. All das, was wir jetzt hier sehen, die Sonne, die Berge, die Insel Lindau, die Bäume, alles ist in unserem Erfahrungsbereich. Das kennen wir alle. Und da haben wir zunächst drei Bewusstseinszustände, die uns alle bekannt sind. Das ist das Wachbewusstsein, jetzt, wo wir jetzt gerade sind, wo wir unsere Erfahrungen machen, wo wir reisen, lernen. Jede Art von Aktivität findet in erster Linie im Wachbewusstsein statt. Auch unsere Beziehungen, unser Ärger, unsere Wut, alle Emotionen, die wir kennen. Also das ganze Spektrum von der Geburt bis zum Tod haben wir dieses Wachbewusstsein und aber auch diese anderen beiden Bewusstseinszustände, das Traumbewusstsein. Das ist so ein Bewusstseinszustand zwischen Wachbewusstsein und Schlafbewusstsein. Und dann haben wir unseren Schlaf, das Schlafbewusstsein. Da, wo wir ganz unbewusst sind, wir gehen abends ins Bett, träumen, schlafen tief und wissen nichts, was in der Nacht passiert ist. Und das ist so unsere Routine, täglich aktiv zu sein, Erfahrung zu machen, abends ins Bett zu gehen, zu träumen und dann, wir können sagen, in die Unwissenheit versinken, weil wir wissen nichts davon. Tiefer Schlaf, der aber notwendig ist, damit das System, unser Körper, sich regenerieren kann, um am nächsten Tag wieder aktiv zu sein. Und das ist so eine Gewohnheit, und wir können uns gar nichts vorstellen, viele zumindest, dass es darüber hinaus mehr gibt. Wir machen uns in diesen drei Bewusstseinszuständen, vor allen Dingen mehr im Wachbewusstsein, aber Schlafbewusstsein, Traumbewusstsein wird ja auch untersucht, keine Gedanken darüber, wo unser Bewusstsein herkommt, wo das Leben herkommt, wo jetzt die Berge herkommen, die Bäume herkommen, ursprünglich. Alles hat eine Quelle, genauso Gedanken.
Auch die Gedanken haben ihre Quelle. Und wenn wir zur Quelle gehen wollen, dann ist es notwendig, dass wir, das können wir machen, indem wir unsere Gedanken verfolgen, wo die herkommen. Und das können wir machen in der Meditation, zum Beispiel, indem wir die Augen zumachen, ein Mantra denken und das Mantra verfeinern. Das Mantra ist auch ein Gedanke. Und dann kommen wir mehr und mehr in feinere Ebenen des Denkens und dann transzendieren wir unsere Gedanken, unser Mantra und erreichen das transzendentale Bewusstsein. Das können wir erfahren. Und dann nach der Meditation öffnen wir die Augen und ist das transzendentale Bewusstsein wieder weg. Das transzendentale Bewusstsein ist ewig. Es ist immer da. Es hat keinen Anfang, kein Ende. Es ist unsterblich, es ist immer da. Und wir machen jetzt diese Erfahrung von diesem transzendentalen Bewusstsein, indem wir alle Formen hinter uns lassen. Alle Formen, nicht die Bäume, die Berge, unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, die Vergangenheit, die Zukunft, alles lassen wir hinter uns, um in diesen erleuchteten Zustand, können wir sagen, um in diesen erleuchteten Zustand zu kommen, wo keine Form mehr, das ist alles weg. Mein Handy springt gerade an, passt ja ganz gut hier. Alle für die Putscher gesungen. Und wenn nichts mehr da ist, dann ist da die Ganzheit. Die Ganzheit, warum Ganzheit? Weil die Samen von unseren Gedanken, die Samen von der gesamten Schöpfung sind als unmanifest in diesem transzendentalen Bewusstsein. Ist alles, die Ganzheit ist das. Die Transzendenz ist die Ganzheit. Und es geht jetzt in unseren Erfahrungen darum, um diese Ganzheit in unserem Leben zu realisieren. Dass sie permanent da ist, dass sie nicht weggeht. Und da sind also Schritte notwendig, Schritte, die dazu führen, dass die Ganzheit stabilisiert wird. Und das ist jetzt ganz davon abhängig, wie unser Nervensystem ist, wie unser Nervensystem funktioniert. Wir müssen unser Nervensystem reinigen, wir müssen es verfeinern, weil nur durch unser Nervensystem machen wir Erfahrungen. Und das ganze Leben geht darum, dass wir Erfahrungen machen. Also nicht nur die Erfahrung von den drei uns bekannten Bewusstseinszuständen, sondern Erfahrungen auch vom Urgrund, wodurch die relative Welt entstanden ist. Dass wir also immer die Basis, das heißt die Quelle von allen Erscheinungsformen, mit uns haben, realisieren, die Basis von allen Formen realisieren. Das heißt, wir müssen das transzendentale Bewusstsein aufrechterhalten. Und so, das geschieht, indem wir regelmäßig meditieren, transzendieren, immer wieder dieses reine Bewusstsein erfahren, immer rausgehen wieder und das reine Bewusstsein verlieren, aber mit der Zeit geht uns das transzendentale Bewusstsein nicht mehr verloren.
Das ist so wie mit einem weißen Tuch. Wir tauchen das in gelbe Farbe ein und dann mit der Zeit erkennen wir, dass die gelbe Farbe nach wiederholten Eintauchen in die gelbe Farbe, dass das weiße Tuch die gelbe Farbe aufrecht erhält. Das heißt, die geht nicht wieder weg. Die wird also von der Sonne nicht mehr ausgeblichen. Und genauso ist das mit unserem Nervensystem. Wir tauchen immer wieder in dieses transzendentale Bewusstsein ein. Und mit der Zeit erfahren wir, dass wir die Transzendenz, dieses Bewusstsein, das transzendentale Bewusstsein nicht mehr verlieren. Das heißt, wir können sprechen, wir können schlafen, wir können träumen. Also die drei Bewusstseinszustände, die wir erkennen, werden dann immer von diesem reinen Bewusstsein, von diesem transzendentalen Bewusstsein begleitet. Das heißt, wir haben immer den Urgrund, die Basis von unserem Wachbewusstsein, von unserem Schlafbewusstsein, von unserem Traumbewusstsein mit uns. Und das macht das Leben erst lebenswert, wenn wir mehr ganzheitlich sind. Aber das ist auch nur eine Zwischenstufe. Wir sagen dazu, jetzt bin ich erwacht, ich habe mein Selbst realisiert, ich weiß, wer ich bin und bin aber getrennt von meiner Wahrnehmung. Ich schaue mir die Berge hier an und die Bäume, die Sonne, alles sehe ich, erfahre ich und bleibe trotzdem in diesem transzendentalen Bewusstsein das, was ich in Wahrheit bin. Ich bin sozusagen der Beobachter von meiner Umgebung. Der Beobachter von meinem Tagesbewusstsein, alles, was da abläuft, all die Probleme, all die Schwierigkeiten, die es gibt und so, von anderen, von mir vielleicht auch noch ein paar. Alles kann mich nicht mehr überschatten, weil ich dieses transzendentale Bewusstsein stabilisiert habe. Also ich bin immer mit dem Urgrund, mit der Basis, mit der Quelle unserer Gedanken, mit der Quelle der Schöpfung verbunden. Im kosmischen Bewusstsein. Jetzt haben wir also schon mal diese drei Bewusstseinszustände, Wachen, Schlafen, Träumen und das transzendentale Bewusstsein, wo wir einfach mal so wegtauchen von allen Formen und erkennen, dass die Wahrheit das formlose Selbst ist, aus dem alles hervorgegangen ist. Das ist erstmal so ein intellektuelles Verständnis, aber wir haben eine klare Erfahrung von diesem reinen Bewusstsein und können auch, wenn wir noch weiter fortgeschritten sind, sehen, wie aus diesem reinen Bewusstsein unsere Gedanken aufkommen und wie alle anderen Manifestationen auch von dort aus stattfinden. Also das ist jetzt das kosmische Bewusstsein. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir sind zwar schon sehr viel mehr erfüllt und glücklich, zufrieden, aber wir sind immer noch getrennt von den Objekten unserer Wahrnehmung. Das Trennung. Und das Leben ist nicht so erfüllend, wenn wir getrennt sind von den Objekten. Und dann geht unsere Reise weiter. Unser Nervensystem wird weiter gereinigt, nicht durch Meditation, durch Yoga, durch Pranayama, Atemübung, alles Mögliche, alles was dazu, und Ernährung, ganz wichtig, alles was dazu beiträgt, dass unser Nervensystem gereinigt und verfeinert wird, ist die Voraussetzung, damit unser Bewusstsein sich weiter ausdehnen kann, expandieren kann. Und so erfahren wir jetzt von diesem kosmischen Bewusstsein, wo noch Trennung da ist, dass wir durch Liebe und Hingabe immer mehr feinere Ebenen der objektiven Welt erfahren können. Das heißt zum Beispiel ein Gedanke. Gedanke setzt sich aus vielen, vielen Schichten zusammen. Das heißt, es gibt grobe Schwingungsebenen der Gedanken, feinere Schwingungsebenen, noch feinere, bis wir zu der allerfeinsten Ebene
unserer Gedanken kommen. Und da lösen sich die Gedanken auf. Und das mit allen Formen, so alles, was wir betrachten, die Berge, die Bäume, alles so, wo wir die, machen wir die Augen zu oder auch mit offenen Augen, wir erkennen dann, dass das alles nicht nur eine grobe, sichtbare Form ist, sondern wir können genauso dann, wenn wir in unser Nervensystem so weit verfeinert haben und gereinigt haben und es besser funktioniert und unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein dadurch zugenommen haben, können wir die allerfeinste Ebene der Schöpfung erfahren. Und diese feinste Ebene der Schöpfung, dazu sagen wir, das ist das Gottesbewusstsein. Da ist aber immer noch eine Spur von Trennung da. Wir haben das selbst im kosmischen Bewusstsein realisiert und sind getrennt von der objektiven Welt. Und im Gottesbewusstsein erfahren wir zwar die allerfeinste Ebene der Schöpfung von unseren Gedanken, aber das ist immer noch eine Spur von Trennung. Die Formen haben sich aufgelöst im Gottesbewusstsein. Das heißt, die Bäume, die wir jetzt so sehen und all das andere, was wir so sehen, erkennen wir im Gottesbewusstsein auf der feinsten Ebene. Das heißt also, wir erfahren die feinste Schwingung, die feinsten, sichtbar kann man nicht mehr sagen, die Formen, so ein Baum ist ursprünglich formlos. Und jetzt durch unsere Bewusstseinsentwicklung, durch unseren Fortschritt in unserer Entwicklung, erfahren wir im Gottesbewusstsein auch den Ursprung des Baumes, wo er noch mehr formlos war. Und die Bäume, die Felder, die Steine hier, alles ist dann auch im Gottesbewusstsein formlos. Aber gehört immer noch zum Relativen, ist immer noch ein Ausdruck vom Absoluten, aber das ist der erste Ausdruck, das ist das Feinste, was in Erscheinung tritt, wo dann später andere Ebenen daraus entstehen, nicht so zum Beispiel aus dem Samen, nicht entsteht ein Baum mit all seinen, vielen Teilen, Zweige, nicht Stamm und so, wieder neue Samen und so, alle Früchte, alles hat ursprünglich seinen Ausgang vom Absoluten, wo gar nichts ist, wo wir gar nichts erfahren können. Und dann, wo dann anfängt so das erste Sprießen, die erste Manifestation, die auch noch formlos ist. Und das können wir erfahren. Wir können jetzt so das Formlose von der Natur, von all den Formen im Gottesbewusstsein erfahren. Aber das ist jetzt nicht alles und das ist natürlich auch sehr schön und auch wir sind voller Glückseligkeit, voller Freude und erfüllt und das Gefühl, da gibt's nicht mehr, aber es gibt immer noch mehr. Es geht darum, dass wir in unserer Entwicklung nicht getrennt werden oder nicht getrennt sind von den Objekten unserer Wahrnehmung. Wir möchten, dass die Einheit zwischen uns, dem Subjekt und dem Objekt, und das ist möglich, jetzt haben wir ja gerade davon gesprochen, nicht diese allerfeinste Ebene, was noch im Relativen ist, wird jetzt auch noch einmal transzendiert. Und jetzt erfahren wir, die Einheit von Subjekt und Objekt, wo das Objekt der transzendentale Aspekt des Objekts sich nicht mehr von dem transzendentalen Aspekt des Subjekts, was wir ja schon im kosmischen Bewusstsein erfahren und realisiert haben, unterscheiden sich jetzt nicht mehr. Da ist die Einheit.
Da ist die Einheit zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen. Das heißt nicht jetzt, wenn wir in diesem Einheitsbewusstsein stabilisiert sind, dass wir keine Form mehr sehen, doch die Form sehen wir immer noch, aber wir erkennen den Ursprung all dieser Formen, so den absoluten Aspekt, den transzendentalen absoluten Aspekt in unserer Wahrnehmung. Wir realisieren sozusagen, dass unser Selbst, was wir im kosmischen Bewusstsein realisiert haben, genau dasselbe Selbst ist, wenn wir zum Ursprung der Objekte kommen. Das heißt, dass wir auch die Objekte, die transzendentale Ebene der Objekte realisieren. Und dann erfahren wir, dass da keine Trennung ist. Und das nennen wir Einheit. Das ist die Einheit von den Objekten und unserem Subjekt, die Einheit. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt mit allen Formen eins sind im Einheitsbewusstsein, dass immer noch eine Trennung zwischen all den anderen Objekten unserer Wahrnehmung. Wir sehen zum Beispiel hier jetzt einen Stein und betrachten den Stein und erkennen uns in dem Stein wieder. Aber die Steine, die jetzt daneben liegen, die erkennen wir noch als getrennt von uns. Das heißt, wir sind noch nicht ganzheitlich. Wir sind immer noch, da gibt es immer noch Trennung. Und in unserer Entwicklung geht es darum, dass wir keine Trennung mehr haben, dass alles als Einheit erfahren wird. Und das ist die Entwicklung des Einheitsbewusstseins, dass wir auch jetzt wieder unser Nervensystem weiter verfeinern, damit wir unsere Wahrnehmung erhöhen können. Und jetzt dehnt sich unsere Wahrnehmung noch weiter aus im Einheitsbewusstsein und dann erkennen wir auch in den darum liegenden Steinen uns selbst wieder. Und das Selbst wächst jetzt sozusagen, nee, das Selbst wächst nicht, aber unsere Wahrnehmung wächst jetzt, dass wir immer mehr von den Objekten unserer Wahrnehmung als uns selbst erkennen. Und wenn jetzt alle Objekte nicht mehr getrennt sind von uns, das heißt, wir erkennen uns überall in jedem Objekt wieder, dann sprechen wir vom Brahman-Bewusstsein. Das Brahman-Bewusstsein unterscheidet sich also dadurch, dass im Einheitsbewusstsein wir nur ein Objekt wahrnehmen können als Ausdruck von uns selbst. Das heißt, wir erkennen das Objekt, schon die Form, aber das Selbst wird jetzt nicht mehr überlagert von der Form, sondern das Selbst dominiert. Das heißt, wir können die Form sehen, aber diese Einheit, das Selbst, die Ganzheit, geht dadurch nicht verloren. Und jetzt im erweiterten Sinne ist das im Brahman-Bewusstsein so, wir sehen alles, was wir sehen, so ein ganzes Spektrum, so als um uns herum, überall, alles ist ein Ausdruck von uns selbst. Keine Trennung. Und das ist so der Höhepunkt, und noch nicht der allerhöchste Punkt. Das ist immer noch so die Fülle oder die Sicht von uns. Hier ist mein Selbst und das ist absolut. Und da ist das Selbst von den Objekten meiner Wahrnehmung, das ist auch absolut. Und das ist immer noch eine gewisse Trennung. Das ist Wahrnehmung, das geht um unsere Erfahrung. Das sind Schritte, die ich jetzt aufgeführt habe, um zu sehen, wo stehe ich in meiner eigenen Erfahrung. Bin ich im kosmischen Bewusstsein oder transzendiere ich immer wieder mal, bin in der Präsenz, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt oder bin ich jetzt auch gefestigt in diesem Hier und Jetzt, und das ist das kosmische Bewusstsein, dass ich immer so
mich als präsent betrachte. Ich sehe die Welt und die Gespräche, alles da. Aber es ist die Trennung noch. Ich bin zwar präsent, bin der Beobachter, bin ganz im Hier und Jetzt, aber das ist die Trennung. Das ist noch nicht die Erfüllung, das ist noch nicht die höchste Entwicklung, die wir erreichen können. Und jetzt geht es darum, dass wir weiter uns entwickeln, wie ich es erwähnt habe und schon ausführlich berichtet habe, dass wir uns denn auch in diesem Gottesbewusstsein wahrnehmen, uns selbst sowieso und dann aber auch in den verfeinerten Objekten. Das heißt, wir erfahren die Objekte verfeinert. Auf der feinsten Ebene der Schöpfung sind wir dann mit unserem Bewusstsein, aber wie gesagt, das ist noch diese gewisse Trennung. Und die Erfahrung geht weiter, dass die Trennung aufhört und das ist das Einheitsbewusstsein. Einheitsbewusstsein, nicht? Und dann dieser Schritt, wo wir alle Objekte unserer Wahrnehmung erfahren und erkennen können, als Ausdruck von uns selbst. Das ist das Brahman-Bewusstsein. Und jetzt sprach ich davon, das sind zwei Füllen. Das ist einmal diese subjektive Fülle, nicht das, was ich bin. Ich bin das Selbst, ich bin allgegenwärtig, ich bin unsterblich. Das wird alles ja schon im kosmischen Bewusstsein realisiert. Und jetzt erfahren wir dieses Selbst auch in den Objekten. Das ist das Selbst von den Objekten und das Selbst von uns. Dass auch immer noch von der Wahrnehmung, von unserer Erfahrung noch eine gewisse Trennung. Und durch die Brahma-Sutren wird die Trennung jetzt aufgelöst. Durch Brahma-Sutren, das sind so wie Fäden, die so zusammengefügt werden zu einem Teppich. Und genauso wird das Bewusstsein, das Selbst, das was ich bin und das Selbst, was die Objekte sind, wo auch kein Unterschied ist, aber wir erfahren da immer noch so eine Spur, hier ist die Fülle und da ist die Fülle, da sind zwei Füllen. Und die letzte, höchste Realität ist aber Einheit. Also keine zwei Füllen, sondern eine einzige Fülle. Und das ist dann auch nochmal die Möglichkeit, in diesem hochentwickelten Bewusstsein, im Brahman-Bewusstsein, diese beiden Füllen durch die Brahma-Sutren, nicht so eine, wie so ein Teppich, der da geflochten wird, dass die zusammengefügt werden. Und das denn sagen wir denn, es gibt nur das eine. Das eine ohne ein zweites. Das, was wir erkennen dann so als Formen, man unterscheidet dann schon noch einen Stuhl vom Tisch und ein Haus nicht, von dem Wald hier, von den Bäumen. Aber, das kann man so verstehen, dieses Selbst, das Absolute, das uns jetzt überall gegenwärtig ist und wo keine Trennung mehr ist, das wird nicht mehr überlagert, überschattet von den Objekten. Die sind so im Hintergrund geraten. So nicht. In erster Linie ist so diese Ganzheit keine Trennung vom Bewusstsein. Und die Formen, die haben keine so große Bedeutung mehr für uns. Die sind dann so ganz im Hintergrund. Und wir müssen natürlich weiterleben. Wenn wir im Brahman-Bewusstsein sind, das ist ja nicht so, dass wir dann verschwinden. Oder auch im Einheitsbewusstsein schon. Sondern das Leben geht ja weiter in den Formen, mit den Formen. Aber wir erkennen, dass die Formen nicht die Realität sind, nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Selbst, was wir schon im kosmischen Bewusstsein realisiert haben. Und jetzt durch unsere Weiterentwicklung sind wir dahin gekommen, dass wir selbst in den Objekten uns selbst wiedererkennen. In allen Objekten. Ohne Ausnahme. Das ist die Ganzheit. Und das ist der höchste Zustand unserer Entwicklung.